Das Fehlen einer hinreichenden ICT-Governance, die die Koordination der ICT-Dienstleister untereinander aktiv steuert, kann dazu führen, dass zum Beispiel redundante Lösungen entstehen, beispielsweise weil die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Solche Redundanzen können dazu führen, dass unnötigerweise mehrfach in dasselbe investiert wird oder unterschiedliche Richtlinien entstehen, weil Zuständigkeiten nicht klar definiert wurden. Auf der Seite der Anwendenden könnte so der Eindruck entstehen, dass manchmal unklar ist, an wen man sich für welchen Bedarf wendet, wo man welche Informationen findet oder welche Richtlinie nun tatsächlich gilt. Die ICT-Governance stellt eine etablierte Methode dar, die die ICT-Dienstleistungen untereinander aktiv koordiniert. Ziel ist es sicherzustellen, dass ICT-Investitionen mit unseren akademischen Zielen übereinstimmen, rechtliche und sicherheitstechnische Rahmenbedingungen bekannt sind und Finanzen so mehr in Forschung und Lehre investiert werden können, weil ICT-Redundanzen vermieden werden.